Ja, hallo zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Urlaubsspezial. Und zwar fahren wir heute zu einem botanischen Garten in Dalmatien. Ja, wir sind jetzt beim botanischen Garten angekommen. Genau genommen handelt es sich um den Bibelgarten. Aber hier nur. Ja, das sieht aus wie Küchenlorbeer. Ja, hier ist dann so ein kleiner Weingarten. Und hier wachsen die Olivenbäume. Feigen gibt es natürlich auch. Und da sieht man mal die Oliven, wie die dranhängen. Es ist so laut hier von den Zikaden. Oder Grillen oder was auch immer das ist. Man kann sich fast nicht unterhalten. Das ist wie irgendwo, wenn man in einem Gasthaus ist, dann muss man richtig schreien, wenn man sich unterhalten will. Da wächst der Wein an der Pergola. Schön. Denn auch Lavendel darf natürlich nicht fehlen im mediterranen Garten. Bei uns blüht er noch in Franken, aber in der Region Split, da ist er schon fast wieder verblüht. Ja, das Haus da, das hat ein interessantes Dach, ist komplett steinern. Der Eintritt ist übrigens kostenfrei. Die Zuwegung ist ein bisschen schwierig. Am besten man nimmt einen Geländewagen. Es geht auch so, aber die Wege, das sind nicht durchgehend asphaltiert. Da sieht man nochmal die Oliven. Sogar die sehen schon leicht vertrocknet aus. Ja, wie man sieht, steht hier auch eine kleine Kapelle. Musik.
Ja, die Kapelle, die ist leider zu. Wir sind jetzt eigentlich schon durchgelaufen. Was ein bisschen schade ist, dass eigentlich überhaupt keine Schilder da waren. Da waren auch Arten dabei, die ich nicht gekannt habe, und man weiß dann halt einfach nicht, was es tatsächlich ist. Ist ein bisschen schade, ansonsten war das jetzt sehr, ja, mystisch, dieser Garten. Interessant, auf jeden Fall. War ein bisschen kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Aber wir waren wirklich so ziemlich die Einzigen hier. Und es ist auch mal ganz schön zwischendurch. Weil ansonsten ist ja gerade Hochsaison und am Strand, das sind gerade wirklich Menschenmassen. Ich muss aber auch sagen, dass es richtig warm hier ist. Und man ist dann auch ganz schön durchgeschwitzt, wenn man dann eben Ende Juli, Anfang August den Botanischen Garten besuchen will. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's auch schon mit dem Video. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder in Franken. Tschüss! Wenn ihr mehr aus Kroatien sehen wollt und was wir alles in Kroatien erleben, dann könnt ihr ja auch mal auf meinem Kanal den Franken-Explorer schauen. Weil da gibt es auch ganz viele Urlaubsvideos noch. Guckt euch mal die Trauben an. Groß. Da auch. Riesengroße Trauben.